Selbst bei Halbgas erhebt sich schon das Vorderrad hoch. Uiuiui. Yes, ah. So, ein paar kleinere Kurven. Ja, das ist schon sehr wendig. Das muss mal laufen. Yes, sir. Auf geht's. Ei, ei, ei. Nur mit Zehenspitzen. Ja, servus Beinhard. Ja, ich bin hier mit der KTM Super Adventure S unterwegs. Die 1290 natürlich. Ja, kleine Probefahrt. Es ist mal wieder Saisoneröffnung bei den Motorradhändlern. Ja, man merkt sofort, selbst bei Halbgas erhebt sich schon das Vorderrad hoch. Uiuiui. Hat also jede Menge Power. Und die ist ganz schön hoch, muss ich sagen. Ich bin bei 1,72, komme echt nur mit den Zehenspitzen auf den Boden. Aber gut, geht schon, geht alles. Ja, wir haben natürlich Schaltassistent, Quickshifter, wie auch immer, mit Blipperfunktion. Das heißt, hoch und runter schalten ohne Kupplung. Sehr geschmeidig. Schauen wir mal so. Rundlauf. So, sechster Gang hier, eine Baustelle, fünfter Gang. Da, wenn man ans Gas geht, dann rappelt schon ein bisschen. Aber beim Dahinrollen, das geht ganz gut. Mal eine kleine Runde auf die Autobahn. Ja, Reifen sind kalt, deshalb etwas vorsichtiger. Etwas viel Verkehr hier, da kann man sie nicht mal laufen lassen. Ja, ich muss schon sagen, hat schon einige Luftbewirbelungen bei mir. Also Windschutz ist nicht so ganz ideal, aber man sitzt halt sehr bequem, sehr aufrecht drauf. Ich glaube, das wird auch sehr laut im Ton werden, weil ich wirklich so die Luftbewirbelung auf den Helm bekomme. Aber ich glaube, ich könnte das Windschild einstellen. Das sind zumindest so Räder dran. Ja, aber es ist sehr agil, muss ich sagen. Reagiert schnell auf die Lenkeinflüsse. Sehr komischer Hebel für ein Tempomat. Ist echt ein sehr, sehr komischer Hebel. So, jetzt fahren wir wieder raus. Damit wir noch ein paar Kurven abbekommen. Da erstmal ein bisschen die Reifen noch aufwärmen, bevor man sich in die Kurven wirft. Ja, muss sagen, die Bremse, die wirkt ein bisschen weich. Ja. Oh Mann, ich komme echt nur mit den Zehen am Boden. Oh, was schleichen in diesem Moment. Hey. Paar Gänge runter, schau, ob was kommt. Nein, und vorbei. Aber gleich wieder vom Gas gehen. Ja, Schalthebel ist relativ kurz. Da tritt man auch schnell mal daneben. Ja, man kann echt gemütlich durch die Ortschaften tuckern. Besser im fünften Gang. Das ist alles etwas geschmeidiger.
langgezogene Kurven sind echt schön. Aber sie liegt nicht ganz so satt in den Kurven wie jetzt zum Beispiel eine BMW GS. So eine große Boxer GS. Ganz so satt in den Kurven liegt sie da nicht. So, ein paar kleinere Kurven. Ja, da ist sie schon sehr wendig. Machen wir hier einen U-Turn. Yes, sir. Ja, ich gebe noch nicht mal richtig Vollgas. Leistung hat sie wirklich genügend. Also sie fühlt sich echt sehr leicht an beim Fahren. Vielleicht auch ein Grund, warum sie in den Kurven oder in den langgezogenen Kurven nicht so satt drin liegt. Also die Windgeräusche sind echt ziemlich laut, muss ich sagen. Ab 100 ungefähr. So, einen kleinen Bremsentest müssen wir auch noch machen. Schauen wir mal wo. Nicht mitten in den Kurven. Ja, hier beim Ortseingang. Ja, aber es ist irgendwie etwas komisches Gefühl. Der Druckpunkt ist jetzt nicht ganz so klar. Jetzt geht es gleich wieder zurück. Ja, eigentlich haben wir nur eine Viertelstunde Zeit für eine Probefahrt. Das ist leider nicht sehr viel. Knieschleifen wird schwierig. Das muss mal laufen! Schöne langgezogene Kurve. Ja. Wie gesagt, mit der Boxer GS ist das ein bisschen geschmeidiger. Ja, 50 km/h, sechster Gang. Also das kann der Boxer natürlich besser. Der ist dafür besser geeignet. 5. Gang geht dann schon besser. Hier ein Tempomat, kann man auch einstellen. So, jetzt müsste an sein, genau. Jetzt läuft er. Aber echt ein ganz komischer Hebel ist das. Ich glaube, man den bricht man gleich ab. So, ausmachen Tempomat. Ist die Probefahrt schon wieder vorbei, leider. Hätte ich mir noch ein bisschen gerne genauer angeschaut. Und Bremstest. Ja, taucht schon spürbar vorne ein, aber nicht so schlimm wie erwartet.